8 Uhr. Köln-Niel im Innenhof des Mehrgenerationenkomplexes Lido ist heute früh schon mächtig Betrieb. Da kommen zwei Gartenartisten genau richtig. Morgen zusammen. Boah, alle sind so fleißig. Morgen. Hallo, hallo, Markus. Elke. Uwe. Hallo, morgen. Elke. Christian, die Frühschicht ist da, würde gerne mithelfen. Ja. Elke, du bist die Frau mit dem grünen Daumen, habe ich gehört. Ja. Was macht ihr da heute? Heute ist Fugen reinigen dran, ein paar Sachen beschneiden, ist ja Herbst, dann ein bisschen Dünger verstreuen und das war es eigentlich. Verteilt auf 3 Häuser leben im Ledo 40 Singles, 17 Paare, 13 Rollifahrer, 3 Hunde und 12 Kinder. Das Konzept des Mehrgenerationen-Wohnkomplexes ist ganz einfach. Einer für alle, alle für einen. Soll ich dich mal ablösen? Gerne. Sagst du mir deinen Namen? Angelika. Angelika, warum gefällt sie denn hier so gut? Ich habe mir erwartet, eine funktionierende Nachbarschaft vorzufinden und einfach alle Leute zu kennen und auch immer mal überall klingeln zu können. Und genau das ist so auch so eingetroffen. Das ist super. Du bist großer Frühschicht-Fan, habe ich gehört. Den Christian sieht man so selten, hast du gesagt? Ja, das stimmt. Warte mal, gib mal kurz die Kamera. Aha. Da ist der Christian. Ach so. Jetzt sind wir zusammen im Bild. Ja. Ja. Du bist auf dem Rollator angewiesen. Ja, genau. Ich bin etwas gehbehindert. Mhm. Und dann kommen dir die Aufzüge hier entgegen? Genau. Hab hier nette Leute um mich rum. Ich kann jeden fragen, wenn es irgendwo brennt. Ich rufe Hilfe, Error. Ich brauche mal Hilfe. Kein Problem. Kommt auch jemand, der Zeit hat. 9 Uhr, die jüngsten Lido-Bewohner sind im Anflug. Alle mal Babys gucken. Wer ist das denn hier? Das ist? Das ist Julien und das ist Maxim. Zwei Jungs? Zwei Jungs, genau. Wie alt sind die? 5,5 Monate. Sind sie durch Zufall hier gelandet oder war das ein Wunsch von Ihnen? Ich finde es halt sehr schön, dass die Jungs halt in so einer Umgebung aufwachsen, wo sie halt schon rechtzeitig lernen, sich zu engagieren für ältere Menschen, ist ja in anderen Kulturen schon eher normal, dass man auch mal so zusammenlebt. In Deutschland ist es ja eher die Ausnahme. Ja. Ich selber bin auch in einem Haus groß geworden, wo schon viele ältere Menschen gelebt haben und wir die einzige junge Familie quasi waren. Ja. Daher habe ich das auch so ein bisschen als Background. Ich fand das immer sehr schön mit den ganzen vielen Omas und Tanten. Pause! Zeit, um sich ein bisschen umzuschauen. Im Gemeinschaftsraum läuft gerade eine Theaterprobe. Es geht um das Miteinander am Arbeitsplatz. Muss hier mal putzen. Morgen, Elsa. Aber seit wann denn montags? Morgens? Ja, ich muss jetzt während der normalen Bürozeit putzen, weil wir kriegen ja keine Zuschläge, wenn wir hier so früh schon kommen. Und für 3,50 putze ich nicht auch noch nachts. Im Stück Die Nashörner geht es um Menschlichkeit. Ein Stoff, den hier übrigens Ledo-Bewohner mit den Nachbarn aus Niel einstudieren. Der Kontakt zum Fädel ist wichtig und über Jahre gewachsen. 11 Uhr, die Arbeit im Innenhof ist weitgehend getan. Nur Kaffee ist keiner mehr da. Für den Nachschub ist heute früh Elke zuständig. Sie lebt seit 5 Jahren im Mehrgenerationenkomplex. Wer hier wohnt, benötigt einen Wohnberechtigungsschein. Wie viel machst du Kaffee? Kann ich machen. Bitte schön. Ja. Ja, ich glaube, der Uwe kommt alleine zurecht. Ja. Das ist dein Paradies hier. Das ist mein Paradies, ja. Da fühlt man sich ja wie so ein Vogel im Himmel. Kann man so sagen, ja. Ich heb hier immer ab. Ich hatte noch nie im Leben einen Balkon und jetzt genieße ich das umso mehr, den zu haben. Hab hier meine Privatgegend und hab aber hier den vollen Blick hier runter, was da unten passiert. Einfach hier mal zu liegen und in den Himmel zu gucken. Was magst du besonders gerne hier? Ich glaube, jeder hat hier so sein eigenes Netzwerk, natürlich nach Sympathien, wo auch ernsthafte Freundschaften draus entstanden sind. In diesem Alter Freundschaften aufzubauen, ist ja gar nicht so einfach. Mhm. Aber hier scheint es mir irgendwie eher möglich zu sein. Ja, die Basis ist einfach gegeben. Hier ziehen Leute ein, die mit anderen Menschen was zu tun haben wollen. Und das befeuert natürlich auch, vielleicht könnte man sagen, barrierefreie Freundschaft. Also man kommt leichter zueinander als in einem normalen Mietshaus. Und hier würden wir auch gerne wohnen. Feierabend für die Frühschicht. Ja, Elli, hast du genug für heute? Das war's für unsere Frühschicht im Mehrgenerationenhaus Ledo in Köln-Niel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!